Clean Energy for Tourism, Energieeffizienz in Skigebieten. Reinigung, Hochbehälter, Salzburger Wasser sauber aus der Leitung und neues Kundencenter der Salzburg AG feierlich eröffnet. Das waren die Themen 2019 und somit herzlich willkommen bei unserer Best-of-Sendung. Wir kommen jetzt zu einem ganz besonderen Projekt mit dem Namen Clean Energy for Tourism. Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen der FDI-Initiative Vorzeigeregion Energie durchgeführt. Ziel ist es, erneuerbare Energien in den österreichischen Skigebieten zu integrieren. Mit Erfolg, wie ein Lokalaugenschein im Pinzgau zeigt. Nachhaltigkeit und Umweltschutz stehen im Mittelpunkt, denn die Landschaft, die wir haben, können wir nicht ersetzen. Diese Tatsache sind sich die Salzburger Skigebiete bewusst und arbeiten an den verschiedensten Stellen für ein lebenswertes Salzburg. Im Rahmen des vom Klima- und Energiefonds des Bundes geförderten Projektes Clean Energy for Tourism werden Skigebiete in Salzburg mit modernster Energiesteuerungstechnik ausgestattet. Mit neu entwickelten Optimierungsalgorithmen wird das Stromaufkommen innerhalb der Skigebiete gesteuert. Mehr dazu aber gleich. Die Idee im Grunde ist die, ein intelligentes Energiemanagementsystem für die Skigebiete zu schaffen. Da geht es im Grunde darum, dass man die bestehende Infrastruktur effizient nutzt, insgesamt die Energieeffizienz steigert, wesentlich ist erneuerbare Energien integriert und dadurch das Ziel erreicht, dass man wirklich die Dekarbonisierung vorantreiben kann und unterstützen kann. Selbst erzeugten Strom speichern, wenn er nicht gebraucht wird und dann einsetzen, wenn er benötigt wird. Das ist die grundsätzliche Idee hinter Clean Energy for Tourism. Es geht darum, dass die Skigebiete durch den Ausbau der PV-Anlagen die Möglichkeit haben, besonders im Sommer Strom zu erzeugen und den dann virtuell in unserem Pumpspeicher Diesbach speichern können, sodass sie dann im Winter, wenn sie die Energie benötigen, diesen wiederverwenden können. Die Skigebiete haben den Vorteil, dass sie zum einen ihren Energiebedarf reduzieren können, sie können ihre Kosten optimieren und sie werden dadurch auch energieautonomer. Das erwähnte Pumpspeicherkraftwerk Diesbach spielt hier eine wichtige Rolle. Die dort eingesetzten 24 Pumpen, die zu einer Matrix zusammengeschlossen wurden, ermöglichen das flexible Speichern von Energie. Dabei werden die Pumpen einzeln, je nach Bedarf, wie Orgelpfeifen zugeschaltet, um das Wasser vom Unterbecken wieder in den Stausee zu pumpen. Kommen wir aber zurück ins Skigebiet, auch hier setzt man auf Umweltfreundlichkeit. Hier gibt es etwa Photovoltaikanlagen, die optimal in die Landschaft integriert sind. Das Zauberwort lautet aber immer Energieeffizienz. Auch bei unseren Pistengeräten sind wir da immer eigentlich, glaube ich, ganz, ganz vorne mit dabei. Wir haben Hybrid-Pistengeräte jetzt im Einsatz, die was ihren Strom durch den Antrieb oder durchs Bergabfahren selber erzeugen und somit auch entsprechend sparsamer beim Dieselverbrauch sind. Wir haben einen rein elektrisch betriebenen Skido im Einsatz, der ist vielleicht noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Schritt. Und wenn man gerade betrachtet, dass also die elektrische Energie, da kann man eigentlich ruhigen Gewissen sagen, 100% aus erneuerbaren Energien hergestellt. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil und das haben wir eigentlich sehr, sehr sauber hinsichtlich der Emissionen und der Schadstoffe. Mit den Schmitten haben wir begonnen, bereits ein Energiemonitoring aufzubauen. Das heißt, die größten Anlagen werden in ihrer Erzeugung und in ihrem Verbrauch schon gemonitort. Was ganz wesentlich ist, einfach um ein Bewusstsein und ein Gefühl für den Energiebedarf zu schaffen. Und der nächste Schritt ist jetzt, wirklich diese Optimierungsalgorithmen zu entwickeln, um die Energieeffizienz zu steigern. Und auch mit diesem Projekt Clean Energy for Tourism sind wir gemeinsam, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Wege, um hier weiter effizient zu arbeiten und natürlich auch die Zusammenarbeit zu verbessern. Aber auch die Wärmerückgewinnung im Skigebiet ist ein wichtiges Thema und äußerst sinnvoll, so die Betreiber. Hier wird die Wärme der Antriebsmotoren der Lifte oder auch die Abwärme der Gastronomie und des Verwaltungsgebäudes genutzt. Das Projekt Clean Energy for Tourism hat das Ziel, die Netzbelastung zu minimieren und erneuerbare Energiequellen besser in das Netz zu integrieren. Ein großer Vorteil für die Salzburger AG bei diesem Projekt ist der Know-how-Gewinn und es geht auch darum, Produkte und Dienstleistungen zu generieren für die Skigebiete und auch für andere energieintensive Branchen. Hört sich etwas kompliziert an, aber schlussendlich wird damit die Energiewende unterstützt. Das Testprojekt läuft noch bis Ende 2021.
Immer wieder hört man, das Salzburger Trinkwasser ist einfach super und so ist es auch, denn es kommt unbehandelt aus der Wasserleitung. Damit das auch so bleibt, werden die Wasserhochbehälter der Salzburger AG am Kapuzinerberg und auch am Mönchsberg regelmäßig gereinigt. 2019 war der Kapuzinerberg dran. Schauplatz Kapuzinerberg, allerdings nicht dort, wo alle hinkommen, sofern man eine kleine Wanderung machen möchte, sondern dort, wo man normalerweise nicht hinkommt. Mitten im Kapuzinerberg befindet sich einer der Wasserhochbehälter der Salzburger AG. 60 Meter über der Stadt Salzburg, mitten im Berg, wird das Salzburger Trinkwasser gelagert. Verantwortlich dafür ist Ludwig Steiger. Hier findet gerade die Hochbehälterreinigung statt. Das ist ein Vorgang, der alle 2 Jahre durchgeführt wird. Zum einen, um den Hochbehälter zu reinigen, und zum anderen, dass auch bauliche Mängel kontrolliert werden können. Gibt es Undichtheiten, gibt es Probleme mit der Betonoberfläche? Das kann alles im Rahmen der Behälterreinigung kontrolliert werden. Circa 1 bis 1,5 Tage dauert es, bis das gesamte Wasser aus dem Kavernenhochbehälter entleert wird, und danach geht es auch schon mit der Behälterreinigung los. Diese dauert in etwa 1 bis 2 Tage. Im Rahmen der Behälterreinigung wird vor allem Sand entfernt, der sich über die Jahre am Boden ablagert. Man kann sich das so vorstellen, dass das Wasser, das über Brunnen und Quellen hierher geleitet wird, ständig durch den Boden fließt und dort Sand mittransportiert. Dieser Sand lagert sich hier im Hochbehälter ab und wird alle 2 Jahre entfernt. Das ist eine 1 Zentimeter dicke Sandschicht, die sich am Boden ablagert. Die Reinigung erfolgt völlig ohne Chemie, ohne Reinigungsmittel also, nur mit reinem Wasserdruck. Wichtig ist auch, dass der Wasserdruck nicht zu hoch ist, denn sonst könnten die Betonwände des 130 Meter langen Behälters beschädigt werden. Kann es da zu Engpässen der Wasserversorgung in der Stadt Salzburg kommen? Es kommt zu keinen Engpässen. Im Hochbehälter Kapuzinerberg befinden sich 2 Wasserkammern. Währenddessen die eine gereinigt wird, ist die andere Wasserkammer in Betrieb und somit ist Redundanz gewährleistet. Nach knapp 4 Tagen ist der Hochbehälter wieder mit 25.000 Kubikmeter Wasser für die Versorgung der Stadt Salzburg gefüllt. Wir bleiben auch gleich bei der Versorgungssicherheit. Wir wechseln nur vom Wasser jetzt zu den Gasleitungen der Salzburg AG. Und um diese zu kontrollieren, gibt es die sogenannte Molchung. Um die Versorgungssicherheit von rund 35.000 Kunden aufrechtzuerhalten, müssen die Gasleitungen der Salzburg Netz GmbH regelmäßig gewartet werden. Dabei wird die Methode des Molchens angewandt. Der Molch ist ein Reinigungs- und Inspektionsroboter, der mit dem Erdgasstrom durch die Gasleitung fährt. Zuerst wird die Leitung gereinigt und dann mittels Geometriemolch genau vermessen. In der dritten Phase kommt dann der intelligente Molch zum Einsatz. Das ist also ein hochtechnisches Gerät mit einer Vielzahl von Sensoren drauf, die natürlich sehr empfindlich sind. Und dieses Gerät muss dann mit einer Durchflussgeschwindigkeit von etwa 1 bis 3 Meter pro Sekunde durch die Leitung bewegt werden. Und die Herausforderung ist also, diese Geschwindigkeit entsprechend einzuhalten, damit der Molch eben die ausreichend Zeit hat, über diese Sensoren eine Vielzahl von Daten aufzunehmen und die abzuspeichern, dass wir wirklich durchgängig über die gesamte Länge der Leitung dann ausreichend Aussage treffen können über die Sicherheit der Leitung. Während der 24 Kilometer langen Fahrt durch die Gasleitungen muss der intelligente Molch immer wieder Messpunkte passieren. 10.28 Uhr ist in Nussbaum angekommen. Ja. Okay. Das ist Opfern von den Daten bzw. von den Messpunkten ist deswegen wichtig, dass man den Molch nachverfolgen kann und man in gewisser Weise auch weiß, wie schnell oder langsam dass der Molch unterwegs ist und dementsprechend eingreifen kann. Mit einer Geschwindigkeit von 2 Meter pro Sekunde misst der Roboter alle 2,5 mm die Leitung auf Beulen, Wandstärkenunterschreitungen durch Korrosion und auf Risse. Grundsätzlich die Messeinheit ist eine Magneteinheit. Ja, die Pipeline wird magnetisiert und das Magnetfeld ist theoretisch in dem Metall immer gleich. Und sobald sich was verändert, das heißt die Struktur im Metall verändert oder sonst was, ändert sich das Magnetfeld und das messen wir halt. Und dadurch können wir sagen, genau da ist Korrosion oder ein Riss, eine Fehlbildung, irgendwas.
Rund 2100 Kilometer Gasleitungen, davon 200 Kilometer Hochdruckleitungen, müssen regelmäßig überprüft werden. Die Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen beim Öffnen der Leitungen sind natürlich sehr groß. Wir haben es natürlich mit Erdgas, mit einem explosiven Medium zu tun. Und sobald wir also die Leitung öffnen oder auch den Molch in die Schleuse hineinfügen und herausnehmen, haben wir kurz mit Gasaustritten zu tun. Aber unsere Leute sind entsprechend geschult und unterwiesen, dass es da zu keinen Komplikationen kommen kann. Erdgas ist und bleibt ein wichtiger Energieträger für private Haushalte und Firmen. Die Überprüfung und Wartung der bestehenden Erdgasleitungen ist daher enorm wichtig, damit das Gas auch weiterhin ohne Probleme zu den Kunden kommen kann. Wir waren im Jahr 2019 auch musikalisch unterwegs und haben einen eigenen Unternehmenssong komponiert und ein Musikvideo dazu gedreht, das wir Ihnen natürlich in unserer Best-of-Sendung nicht wirklich vorenthalten wollen. Hier ist Wir sind da, der Unternehmenssong der Salzburger AG. Wir sind da. Das war also der Salzburger G-Song Wir sind da, und dieser Song passt besonders gut zu unseren Kolleginnen und Kollegen im Kundencenter, das sich übrigens seit 2019 an einem neuen Standort befindet, und zwar beim Heizkraftwerk Salzburg Mitte. Auf 200 Quadratmeter Fläche entstand in nur 2 Monaten Umbauzeit das neue Kundencenter der Salzburger AG. Die Serviceanlaufstelle am Gebirgsiger Platz ist zentral gelegen und gut erreichbar. Die neuen Räumlichkeiten verfügen über 3 Schalter, abgetrennte Bereiche für Einzelberatungen und einen großzügigen Wartebereich für Besucherinnen und Besucher. Der Gebirgsjäger Platz 10 hat uns durch den zentralen Standort überzeugt. Dieser Standort ist für unsere Kunden noch besser erreichbar, und unser Kundencenter steht hier von Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 16 Uhr und Freitag bis 14 Uhr zur Verfügung. Die Zusammenlegung des Kundencenters, der Serviceline, dem Backoffice und des Beschwerdemanagements an einem Ort vereinfacht interne Abläufe. Somit kann die Wartezeit bei vermehrten Kundenanfragen künftig noch mehr verringert werden. Durch das großzügige Platzangebot wird die Privatsphäre der Gäste im persönlichen Gespräch gewahrt. Das neue Kundencenter zeigt die Vielfältigkeit der Salzburger AG. Hier neben dem Heizkraftwerk Mitte, genau gesagt im Uwe Mitte, haben wir binnen 2 Monaten ein hochmodernes Kundencenter gebaut. Die Herausforderung war, dass wir ein Kundencenter bauen, das sowohl unseren Kunden als auch unseren Mitarbeitern gefällt. Das wahnsinnig Schöne ist, wenn unsere Kunden jetzt reinkommen, die wirklich freudestrahlend sagen, wie schön, dass das neue Büro ist. Ihnen gefällt der Wartebereich gut, das helle, die Einrichtung generell und auch das Farbenspiel, wie es eingerichtet worden ist, kommt wirklich sehr gut an. Das Kundencenter der Salzburger AG ist erste Anlaufstelle für Fragen rund um die breite Produktpalette der Salzburger AG. Auch hier wird einmal mehr deutlich, dass sich die Digitalisierung und die Regionalität gut vereinbaren lassen. Wenn wir am Schalter unsere Lichter ausschalten, ist natürlich nicht finster für unsere Kunden, sondern sie haben die Möglichkeit, unser 24-Stunden-Hotline zu nutzen, uns eine WhatsApp zu schicken. Wir sind ja jederzeit per Mail erreichbar. Seit dem Juli gibt es auch noch neue Öffnungszeiten im Service Center Verkehr Alpenstraße. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr für Sie erreichbar. Wir betreiben im gesamten Bundesland Salzburg neben 29 Wasserkraftwerken mehrere Heizkraftwerke mit moderner Kraft-Wärme-Koppelung. Dazu kommen Heizwerke und zahlreiche Biomasse- und Ökoanlagen zur Strom- und Fernwärmeerzeugung. Wir machen jetzt einen kurzen Blick in den Pinzgau. Die Wasserkraft ist mit einem Anteil von 56% die bedeutendste Quelle für Strom aus Österreich. Die Kraftwerksgruppe Pinzgau der Salzburger AG zählt 6 Wasserkraftwerke und spielt somit eine enorme Rolle für die Region.
Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen der drei größten Wasserkraftwerke im Pinzgau: das Kraftwerk Wald, das Bärenwerk und das Kraftwerk Diesbach. Manuel Rendl, Georg Embacher und Christian Hofer sind die drei Kraftwerkstechniker, die dafür sorgen, dass alles reibungslos läuft und die Region mit Strom versorgt wird. 7 Uhr morgens. Für Manuel Rendl, Kraftwerkstechniker im Kraftwerk Wald im Pinzgau, beginnt der Arbeitstag. Seit rund 5 Jahren arbeitet er in der Anlage, die zwischen 1986 und 1988 entstand. Also wir sind hier im Kraftwerk Wald in der Warte. Da ist der Prozessrechner. Da sieht man die Übersicht für die drei Kraftwerke von Wald, Tradenbach und Hollersbach. Hinten sieht man noch in Mosaik die Übersicht von der Schaltanlage 110 kV und 30 kV. Und da beginnt eigentlich unser Tag da herin. Da treffen wir uns, da reden wir uns zusammen, wie es im Dienstabend gegangen ist. Und besprechen dann den Tagesablauf, den Wochenablauf, was die geplanten Arbeiten sind. Daniel Gensbichler leitet die Kraftwerksgruppe Pinzgau und kümmert sich um einen reibungslosen Ablauf in allen Kraftwerken. Er bespricht mit Manuel die heutigen Aufgaben. Die Kühlwasserfilter der Generatoren müssen getauscht werden. Im Herzstück des Kraftwerks macht sich Manuel an die Arbeit. Den Kühlwasserfilter, den müssen wir im Sommer einmal in die Woche tauschen, weil durch die Verschmutzung im Triebwasser sind da einfach Bestandteile dabei, die was wir in der Kühlanlage nicht brauchen können. Wir benötigen das Kühlwasser zum Kühlen von den Generatoren und von den Lager. Und da dürfen keine Fremdbestandteile drin sein, weil sie sonst der Kühler verlegt und dann die Turbine oder der Generator zu heiß werden kann. Also im Kraftwerk Wald ist es so, dass wir das Triebwasser in der Bachfassung Grimmel fassen. Dann rinnt das Wasser in den kleinen Tagesspeicher. Der ist auch in Grimmel. Und von dort aus kommt das Wasser dann in einen Stollen, außer nach Wald in Pinzgau. Und vom Stollen ist dann der Kraftabstieg. Und der Kraftabstieg von da aus ist dann eine geschweißte Rohrleitung. Und dann geht es runter und da sind wir im Kraftwerk schon, wo wir uns jetzt befinden. Dann geht das Wasser durch die Turbine durch und nach der Turbine rinnt es wieder raus in die Salzach. Das Kraftwerk Wald nutzt den rund 200 Meter großen Höhenunterschied zwischen Grimmel und Wald zur Stromproduktion. Wegen der hohen Wassermengen kann das Kraftwerk im Sommer als Laufkraftwerk betrieben werden. Im wasserarmen Herbst und Winter dient es zur Erzeugung von Spitzenenergie. Die Turbinen werden dann nur bei Bedarf in Betrieb genommen. Manuel Rendl hat den alten Kühlwasserfilter entfernt und reinigt den Dichtungsring. Ein neuer Filter wird in den Generator eingesetzt. Nach getaner Arbeit geht es für Manuel wieder zurück an seinen Arbeitsplatz. Währenddessen werden in einem der ältesten Kraftwerke der Salzburger AG in Fusch ebenfalls die Daten auf den Monitoren der Warte von Techniker Georg Embacher kontrolliert. Das Kraftwerk Bärenwerk hat von Anfang an eine sehr wichtige Bedeutung für die Region gehabt. Es ist zu Beginn der 1920er Jahre als erstes größeres Kraftwerk da in der Region errichtet worden und hat somit den Raum um Zell am See schon zur damaligen Zeit sehr gut mit Strom versorgt, was für die ganze Region damals ein Vorsprung war. Mit der Modernisierung des Bärenwerks zwischen 2012 und 2015 erhöhte sich die Leistung der Anlage um knapp ein Drittel auf 15 Megawatt. Die Jahresproduktion wurde von 57 auf 86 Millionen Kilowattstunden gesteigert und deckt den Strombedarf von 19.000 Haushalten. Das Kraftwerk Bärenwerk, das ist ein Tagesspeicherkraftwerk. Wir haben da
den Tagesspeicher verleiten. Da wird das Wasser von drei Bächen eingezogen. Das ist einmal die Fuscherache, der Walcherbach und der Höllbach. Und vom Speicher weg führt dann ein Druckstollen herunter bis zum Kraftwerk, der dann einmal in eine Druckrohrleitung übergeht. Und im Kraftwerk herunten wird mittels drei Maschinensätzen das Wasser über Beltonturbinen abgearbeitet. Diese Beltonturbinen treiben einen Generator an und im Generator wird Strom erzeugt. Kraftwerksleiter Daniel Gensbichler ist heute im Bärenwerk vor Ort und bespricht mit Georg Embacher die bevorstehende Entlüftung des 3 Kilometer langen unterirdischen Druckstollens ein Stück oberhalb des Kraftwerks. Georg Embacher flutet den Tunnel. Der Grund ist einfach. Durch die regelmäßige Entlüftung funktionieren Pumpe und Leitungen möglichst effizient und vor allem störungsfrei. Zurück im Bärenwerk bespricht Georg die nächsten Aufgaben mit Kraftwerksleiter Daniel Gensbichler. Wir müssen heute die Kohlebürsten von der Erregung von der Maschine 2 auf Abrieb kontrollieren, wie viel Verschleiß in den letzten Monaten auf diesen Kohlebürsten gewesen sind. Damit wir da keinen unkontrollierten Verschleiß haben, unkontrollierter Verschleiß würde einen Stillstand für die Maschinen bedeuten. Ein Anruf für Daniel Gensbichler. Er wird ins Kraftwerk Diesbach in Saalfelden gerufen. Die Felsankerkontrolle der Druckrohrleitung steht an. Beim Bau der Anlage in Diesbach in den 60er Jahren galt es, hohe technische Hürden zu meistern. Das Markenzeichen des Kraftwerks: die rekordverdächtig steile Druckrohrleitung mit einer Länge von rund 700 Metern. Die vielen Felsanker, die notwendig waren, um die oberirdische Druckrohrleitung im brüchigen Gestein der extrem steilen Stoßwand zu sichern, müssen regelmäßig kontrolliert werden. Kraftwerkstechniker Christian Hofer wartet schon auf Daniel Gensbichler. Er arbeitet bereits seit rund 22 Jahren im Kraftwerk Diesbach und kennt es wie seine Westentasche. Jede Woche, wie auch heute, fährt er mit der Bahn die steile Rohrleitung hinauf, um die Stoffbüchsen und Felsanker zu kontrollieren. Dabei braucht er Daniels Hilfe von der Warte aus. Wie gefährlich die Arbeiten an der Rohrleitung in schwindelerregender Höhe sind, gleich. Zuvor aber noch ins Herzstück des Kraftwerks. Die Besonderheit am Kraftwerk Diesbach ist, dass das in den letzten Jahren zum Pumpspeicherkraftwerk ausgebaut worden ist. Da hinter mir sehen Sie die Hochdruckpumpen, die das Wasser wieder aus dem Tal auf den Berg hinaufpumpen können. Wir haben da nicht eine große Pumpe, die das Wasser wieder auf den Berg hinaufpumpt, sondern 24 kleine regelbare Pumpen und sind somit sehr, sehr flexibel und können sehr rasch und individuell auf den Strommarkt eingehen. Wir haben oben einen großen Stausee, der hat ungefähr 5 Millionen Kubikmeter Wasserinhalt. Da haben wir ein Einzugsgebiet von 10 Quadratkilometern. Es gibt dann noch oben diverse Pumpen aus Seitenbächen, die wieder Wasser in den Diesbach-Stausee einpumpen und das Einzugsgebiet so auf 20 Quadratkilometer vergrößern.
Von diesem Stausee fließt dann das Wasser durch einen Triebwasserstollen und eine daran anschließende sehr steile Druckrohrleitung über 700 Meter in die Tiefe zum Krafthaus. Und im Krafthaus sind die zwei Turbinen angeordnet, untergebracht, wo dann aus dem Wasser dann Strom produziert wird. Daniel, kommen. Jawohl. Abfahrtberg. Abfahrtberg. Die Rohrleitungskontrolle, wir sind da in sehr exponierten Lage. Wirst auf Steinschläge kontrolliert, wird bei den Stoffpixen alle 100 Meter circa ist eine Stoffpixe, wo die zwei Rohrleitungen ineinander genannt. Da kann man sich vorstellen, die Rohrleitung ist auf Pendelstützen gelagert, je nach Temperaturunterschied tut sich die Rohrleitung bewegen, kalt oder warm, zusammenziehen, auseinandergehen. Und die Stoffpixen verhindern das, dass da rinnt. Und das muss jetzt mal kontrolliert werden, dass das ja nicht undicht wird. Ja, wir fahren in die Anhaltsfeder Rohrleitung rauf. Ich schaue links und rechts raus zu den Stoffpixen. Nebenbei kontrolliere ich auf der Strecke auf, ob das Seil in der richtigen Lage ist vom Schrägaufzug. Und mache die Umgebung. Und wenn wir bei Fixpunkt 6 um sind, bleiben wir stehen, steigen aus und machen die DV-Metermessung. So, Daniel, langsam. Stopp. Und da tue ich jetzt dreimal messen und die drei Messwerte schreibe ich auf. So, Daniel, kommen. Ja, Christian. Langsam Tal. Langsam Tal. Der Arbeitstag der drei Kraftwerkstechniker neigt sich dem Ende zu. Wir da in Diersbach liefern vorrangig Spitzenstrom. Also wenn jetzt der Strombedarf steigt, zum Beispiel am Abend, wenn alle heimkommen und das Licht einschalten, dann fahren bei uns die Turbinen an und produzieren da den Strom, der zu Hause dann gebraucht wird. Zeit, sich auszuruhen, denn auch morgen werden Manuel, Georg und Christian wieder dafür sorgen, dass im Pinzgau Strom fließt. Die Salzburg ist einer der größten Arbeitgeber des Landes und aus diesem Grund suchen wir auch immer wieder Verstärkung. Hallo, ich bin der Jelitschke Michael, ich bin 18 Jahre alt, im vierten Lehrjahr und arbeite in der Salzburg als Betriebstechniker. Also in meiner Lehre lerne ich, wie man Sachen skriptet oder wie man Drucker einrichtet, generell auf Netzwerk- und Serverbasis. Ich lerne, wie man Rechner installiert, wie man die ganzen Komponenten nennt und zusammenbaut. Man muss auf jeden Fall gern am PC schrauben und was man auch noch gern machen muss, ist skripten, weil das kommt immer häufiger bei uns im Beruf vor. Am Vormittag da wir meistens die Hardware für die ganzen Benutzer vorbereiten, sei es
Recheninstallationen, die Vorbereitung von Peripheriegeräten wie Monitore, Drucker, Maus, Tastatur. Und am Nachmittag werden wir dann hauptsächlich das Zeug zu Gerät ausliefern und nochmal durchtesten, ob alles funktioniert. Also das Arbeitsklima ist eher locker, man filmt sich schnell bei uns ein und die Kollegen sind auch alle recht freundlich. Mein Ausbildner, der hilft mir immer gern weiter, wenn ich irgendwelche Probleme habe. Der zeigt mir alles sofort und der kann mir immer weiterhelfen, wenn ich irgendwelche Fragen habe, kann ich ihm jederzeit fragen. Also bei uns in der Kantine kann man echt günstig und gut essen auch. Also das ist ein Preis auf jeden Fall wert. Man hat hin und wieder Lehrlingsaktionstage, wo man Ausflüge macht, sei es, dass man klettern geht oder informative Sachen. Man hat ziemlich viele Ausbildungsmöglichkeiten und es wird mir schon taugen, wenn ich dann da weiter arbeiten gehen kann. Wir bleiben auch gleich beim Verkehr und wechseln vom OBUS jetzt zur Salzburger Lokalbahn in den Flachgau. Seit 2019 gibt es dort bei Oberndorf einen neuen Bahnhof, der erst vor kurzem eröffnet wurde. Die Sanierung des Streckenabschnittes der Salzburger Lokalbahn zwischen Oberndorf und Ziegelheiden ist abgeschlossen. Auf einer Strecke von 1,6 Kilometern modernisierte die Salzburger G Schienen, Schwellen und die Fahrleitungsanlage. Im Zuge der Bauarbeiten wurde auch die Haltestelle Ziegelheiden neu gebaut und auf die andere Seite der Gleise verlegt. Für die Fahrgäste der Salzburger Lokalbahn eine Komfortverbesserung. Für uns als Betreiber ist es sehr wichtig, dieser Ausbau, weil wir damit einerseits den Komfort für die Bevölkerung hier, für die Oberndorferinnen und Oberndorfer, aber auch für die Gümmingerinnen und Gümminger verbessern können. Und eines darf man auch nicht vergessen, es geht hier auch um Klima, CO2-Neutralität. Wenn ich von der Straße, vom Auto Gäste in den Zug auf die Schiene bekomme, hat das auch einen wesentlichen Klimaeffekt. Der neue 120 Meter lange Bahnsteig ist zukünftig über zwei barrierefreie Zugänge erreichbar. Die Haltestelle verfügt über einen modernen Fahrgastunterstand mit komfortablen Sitzgelegenheiten. Ebenfalls neu ist das Kundeninformationssystem. Dieses besteht aus einem modernen Abfahrtsmonitor und automatischen Bahnsteigansagen. Für den Oberndorfer Bürgermeister Georg Tschuntscher war die Verlegung des Bahnsteiges von größter Wichtigkeit. Für uns war vor allem wichtig, dass die Haltestelle auf die Ziegelheidenseite verlegt wird. Die alte Haltestelle war so konzipiert, dass quasi die ganzen Schülerinnen und Pendler von der Ziegelheidenseite übers Gleis gehen haben müssen, dass sie die Haltestelle erreichen. Und das bringt jetzt durch die Verlegung auf die Ziegelheidenseite ein Mehr an Sicherheit und das ist ganz wichtig. Für Gömming kommt die neue Eröffnung gerade recht. Ist man doch guter Dinge, dass das Betriebsgelände der ehemaligen Oberndorfer Druckerei bald wieder genutzt wird. Ja, für uns hat es eine große Bedeutung, vor allen Dingen jetzt, weil unser Nachbarbetrieb, also der, nicht unser Betrieb, die Oberndorfer Druckerei, die zugesperrt hat, und wir hoffen doch, dass wieder ein neuer Betrieb kommt. Hoffen wir auch über 100 Mitarbeiter wieder, die dann wieder sicher auf den Arbeitsplatz kommen können und zurück. Und natürlich auch, es ist der einzige Bahnhof, den wir in Gömminger Nähe haben, dass unsere Gemeindebürger den auch nutzen können. 2, 1, yes. Die Haltestelle Ziegelheiden ist offiziell eröffnet. Für die rund 6.500 Einwohnerinnen und Einwohner von Oberndorf und Gömming steht nun einer komfortablen Fahrt mit der Salzburger Lokalbahn nichts mehr im Wege. Das war das Salzburger G-Magazin. Alle Informationen zur Sendung finden Sie natürlich auch im Internet unter www.salzburg-ag.at. Und ab 9. Jänner starten wir mit einem neuen Programm im TV.